Die 80er Jahre stehen für eine ganz besondere Zeit des Motorsports, in der Leistung und Geschwindigkeit neu definiert werden. Weltweit zeigen die Ingenieure, was sie können und kitzeln jede Pferdestärke aus den Motoren für Renn- und Rallye-Boliden heraus. Das sind 7 Motorsportgiganten, die in den 80er Jahren für Aufsehen sorgen. Gigant Nummer 1. Ford RS 200. 1982 bricht mit dem Gruppe B-Reglement das Zeitalter der Turbomonster im Rallye-Sport an. Viele Autohersteller wollen in der Rallye-Weltmeisterschaft den Titel. Dazu gehört auch Ford. Die Marke präsentiert 1983 den RS 200, der, um für die WM zugelassen zu werden, auch als Serienmodell auf die Straße kommt. 200 Serienfahrzeuge müssen vom Band laufen, damit der Rallye-Bolide die Starterlaubnis erhält. Ford entscheidet sich dagegen, ein Serienmodell einfach umzubauen und entwickelt den RS 200 in Eigenregie komplett neu. Das Auto hat nur einen Zweck: Geschwindigkeit auf jeglichem Untergrund. Motorsporttechnik macht den Allradler im Alltag eher unkomfortabel, dafür umso spannender für die Rallye-Fans. Zur Rallye-Technik zählen neben den Halterungen für die Zusatzscheinwerfer auch Heckflügel, Sportauspuff, ein riesiger Luftschlitz auf dem Dach und die Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Durch Öffnungen in der Heckklappe entweicht die Hitze des Vierzylinder-Turbos. Alles ganz pragmatisch. Auch das Cockpit weist nur wenig Komfort auf. Einige Komponenten wie der Schaltknauf stammen vom Ford Sierra. Dadurch kann man dem Serien RS 200 einen gewissen 80er Charme nicht absprechen. Während das Serienmodell aus dem 1,8 Liter Vierzylinder Turbo rund 240 PS erhält, drehen die Ingenieure im harten Motorsportwettkampf die Schraube auf 400 bis 500 PS. Mit einem größeren Triebwerk leistet der RS 200 als Rallye-Cross-Version sogar weit über 600 PS. In diesem Fall gilt: Ladedruck ist einfach alles. Aufgrund der extremen Power und Geschwindigkeit brennen sich die Gruppe B-Jahre der Rallye-WM fest in die Köpfe der Zuschauer und Fans. Allerdings führen das Tempo und einige verheerende Unfälle dazu, dass die Gruppe B in der Rallye-WM 1986 eingestellt wird. Im Rallycross starten die Turboboliden wie der RS 200 bis 1992. Gigant Nummer 2. Lancia Delta S4. Zu Beginn der Gruppe B-Epoche mischt Lancia mit dem 037 in der Rallye-WM mit. Die Italiener fahren mit ihm an der Spitze, bis die Konkurrenz stärker wird. Der hinterradgetriebene 037 muss 1985 dem allradgetriebenen Delta S4 weichen. Gemeinsam mit Abarth entwickelt Lancia einen Rennwagen auf Basis eines Gitterrohrrahmens. Kurz vor die Hinterachse packen die Italiener einen 1,8 Liter Vierzylinder mit Turbo und Kompressor. Das Serienmodell kommt mit 250 PS auf den Markt. Die Rallye-Version leistet knapp das Doppelte. Weil das Homologationsmodell namens S4 Stradale auf rund 200 Exemplare limitiert ist, wird es bei Auslieferung 1985 für stattliche 160.000 Mark angeboten. Zum Vergleich, ein Porsche 911 Turbo ist damals etwa 50.000 Mark günstiger. Mit insgesamt 15 Siegen schon in der ersten Saison entwickelt sich der Delta S4 zum Überflieger der Rallye EM und WM. Allerdings trägt ein tödlicher Unfall von Henry Toivonen und seinem Beifahrer Sergio Cresto bei der Corsica Rallye 1986 zum Ende der Gruppe B-Fahrzeuge bei. Diese und weitere Tragödien zeigen, dass die Leistungsgier im Motorsport zu groß geworden ist. Der Delta wird später zum Star bei Bergrennen und beim Rallycross, wo viele Gruppe B-Boliden längere Zeit zum Einsatz kommen. Gigant Nummer 3. Audi Sport Quattro. Dieses Auto zählt mit Sicherheit zu den berühmtesten der Welt und begründet einen Kult. Der Audi Sport Quattro. Er macht Allradantrieb im Pkw-Bereich salonfähig und sorgt im Rallye-Sport für spektakuläre Siege. Der Zweitürer leistet im Serientrim 306 PS und kommt Ende 1984 auf den Markt. Sein Preis? 195.000 D-Mark. Damit ist er damals das teuerste deutsche Serienfahrzeug.
Er dient wie die Fahrzeuge von Ford, Lancia und Co. als Homologationsmodell für die Gruppe B der Rallye-Weltmeisterschaft. Bereits 1981 starten die Ingolstädter mit dem Audi Urquattro in der WM und feiern im Debütjahr drei Siege. 1984 kommt der legendäre Sport Quattro S1 als Weiterentwicklung zum Einsatz. Im selben Jahr siegt mit ihm Walter Wörl bei der Rallye Monte Carlo. Mehr als 450 PS mobilisiert der zwangsbeatmete Reihen-5-Zylinder, der seine Power permanent an alle vier Räder abgibt. Der Antritt von 0 auf 100 gelingt in 3,1 Sekunden. Markantes Turbo-Zwitschern, brachiale Kraftentfaltung und begeisternde Drifts in den Händen fähiger Piloten begeistern die Fans. Die Drehzahl treiben Piloten wie Michel Mouton, Stig Blomqvist, Hannu Mikkola und Rallye-Legende Röhrl auf 7500 Umdrehungen. Beim Gas wegnehmen hält die Motorsteuerung mit Nacheinspritzung den Turbolader in Schwung. Nebeneffekt: beim Schalten knallt der Audi imposante Flammen aus dem Endrohr. Weitere Evolutionsstufen sind der Sport Quattro E2, Kosename Flügelmonster, und der über 600 PS starke E2 Pikes Peak. Mit ihm stellt Walter Röhrl 1987 beim berühmten Pikes Peak Bergrennen in den USA einen Streckenrekord auf. Gut 11.000 Exemplare vom Serienmodell Audi Quattro werden gebaut. Seine Allradtechnik entwickelt sich seit den 80er Jahren stetig weiter und bildet die Basis für die heutigen allradgetriebenen Audi-Fahrzeuge. Quattro wird zur Marke. Gigant Nummer 4: Audi 90 IMSA GTO. Nachdem Audi erfolgreich gezeigt hat, wie der eigene Quattro-Allradantrieb im Rallye-Sport funktioniert, suchen die Ingolstädter eine neue Herausforderung. Ende der 80er Jahre wollen sie zeigen, was technisch möglich ist, und einen Überrennwagen auf die Räder stellen. Das Ergebnis hat den etwas umständlichen Namen Audi 90 Quattro IMSA GTO. Als reinrassiger Rennprototyp soll er in der GTO-Klasse der US-Rennserie IMSA an den Start gehen. Die GTO-Regeln geben den Ingenieuren viel Spielraum bei der Gestaltung und Technik der Fahrzeuge. Optisch lehnt sich der Rennwagen an das Serienmodell Audi 90 an. Allerdings besteht die Karosserie aus einem Gitterrohrrahmen mit Kunststoffverkleidung. Das Fahrzeuggewicht: nur 1200 Kilogramm. Die Vorschriften besagen jedoch, dass das Dach wie im Serienauto aus Stahl sein muss. Zu den Piloten gehören unter anderem Walter Röhrl und Hans-Joachim Stuck. Sie müssen lernen, eine wahre Bestie zu zähmen. Der Turbomotor mit 5 Zylindern produziert aus nur 2,2 Litern Hubraum wahnsinnige 720 PS und ebenfalls mehr als 700 Newtonmeter Drehmoment. Dank der vier angetriebenen Räder schießt der Rennwagen in etwa 3 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 300 km/h. Mit 7 Siegen im Debütjahr 1989 beweist Stuck, dass die Allradtechnologie auch im Rundstreckensport von Vorteil sein kann. Weil Audi bei 2 IMSA-Rennen nicht startet, verpassen die Deutschen den Titel. 1990 zieht sich Audi aus dem US-Rennsport zurück und konzentriert sich auf die DTM. Trotz seines kurzen Auftritts zählt der IMSA GTO zu den Giganten des Motorsports. Gigant Nummer 5: Skoda 130 RS. Ein unbekannter Gigant im Motorsport ist ein kleiner, aber bedeutungsvoller Rennwagen aus Tschechien, der Skoda 130 RS. In den 70er und 80er Jahren zählt er in seiner Klasse zu den erfolgreichsten Fahrzeugen und erhält den Spitznamen Porsche des Ostens. Er kommt im Rundstrecken- und im Rallye-Sport zum Einsatz. Seine größten Triumphe sind der Sieg in der Tourenwagen-Europameisterschaft 1981 sowie der Doppelsieg bei der Rallye Monte Carlo 1977 in der Kategorie bis 1,3 Liter Hubraum. Die technische Basis stammt vom Rennwagen-Prototyp Skoda 200 RS, mit dem die Marke 1974 den Sprung in größere Motorsportklassen wagt. Übrigens feiert mit diesem Auto das RS-Kürzel, das für Rallye-Sport steht, bei Skoda Premiere. Der längs eingebaute 1,3 Vierzylinder sitzt im Heck des 130 RS. Mit maximal 140 PS beschleunigt der Renn- und Rallye-Wagen auf bis zu 220 km/h. Als echtes Leichtgewicht bringt der Skoda nur 720 Kilogramm auf die Waage. Karosserieteile wie Dach, die Fronthaube und die Außenhaut der Türen bestehen aus Aluminium. Kotflügel und Motorhaube sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Vorne nutzt der Motorsport-Allrounder die Vorderachse des 200 RS. Die Hinterachse wird komplett überarbeitet. 1977 feiert der RS sein Renndebüt. Seine Ära endet 1983 nach zahlreichen Erfolgen auf nationaler und internationaler Bühne. Skoda setzt die motorsportlichen Aktivitäten mit dem 130 LR fort. Allerdings kann er an die Ergebnisse des 130 RS nicht anknüpfen. Wer den historischen Flitzer gerne mal in Aktion erleben möchte, der kann bei historischen Renn- und Rallye-Events Erfolg haben. Denn heutzutage sitzt häufig der deutsche Rallye-Profi Matthias Kahle am Steuer eines 130 RS. Und der siebenfache deutsche Rallye-Meister weiß, wie er das leichte Sportgerät artgerecht bewegt. Gigant Nummer 6. BMW M1. Ein weiterer Motorsportklassiker, der in den 70ern auf die Welt kommt und Anfang der 80er Jahre seine Blüte erlebt, ist der BMW M1. Ursprünglich wird der Sportwagen als Homologationsmodell für einen Rennwagen entwickelt. Doch Änderungen im internationalen Reglement machen den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. 1978 kommt der hinterradgetriebene Mittelmotorsportler auf den Markt. Mit 260 km/h Spitze erhält er den inoffiziellen Titel schnellster Sportwagen Deutschlands. BMW setzt M1-Rennwagen vereinzelt und mit mäßigem Erfolg in verschiedenen Serien ein. Allerdings werden die meisten Fahrzeuge als Straßenmodell verkauft. 1979 und 1980 rückt der M1 trotzdem in den Fokus der Motorsportwelt. Denn er kommt in der neuen Procar-Serie zum Einsatz. Die BMW M1 Procar-Meisterschaft ist ein Markenpokal, der seine Läufe überwiegend im Rahmen der europäischen Formel 1 austrägt. Die Besonderheit: Die schnellsten Formel 1 Profis des Trainings starten gemeinsam mit den eingeschriebenen Procar-Teilnehmern im M1. Vor allem bei dessen Motor beweisen die Bayern Liebe zum Detail. Die Mannschaft und Motorenchef Paul Rosche überarbeitet den Reihensechser im Heck für den Rennsporteinsatz. Geschmiedete Kolben, nachgearbeitete Pleuel und Kanäle, schärfere Nockenwellen, größere Ventile, Schieber statt Drosselklappen sowie die modifizierte Auspuffanlage zeigen Wirkung. Von ursprünglich 277 PS schießt die Leistung des Aggregats auf 470 PS gemäß Procar-Regularien. Damit schafft der M1 bis zu 310 km/h. Später wird der M1 nach dem sogenannten Gruppe 5-Reglement weiterentwickelt. Der Sechszylinder wird per Turbo unter Druck gesetzt. So steigt die Leistung auf bis zu 1000 PS. Gigant Nummer 7. Porsche 956. Am 27. März 1982 dreht ein revolutionärer Rennwagen im Porsche-Entwicklungszentrum Weissach die ersten Proberunden. Es ist der 956, der dem neuen Gruppe C-Reglement entspricht. Die Karosserie mit einem Aluminium-Monocoque-Chassis weist besondere Kniffe auf. Umgedrehte Flügelprofile in den Seitenkästen und der speziell gestaltete Unterboden saugen das Auto durch den aerodynamischen Bodeneffekt, der sogenannte Ground-Effekt, auf den Asphalt. Mit dem 956 wollen die Stuttgarter weitere Siege beim traditionsreichen 24-Stunden-Rennen in Le Mans einfahren. Angetrieben wird der laut Reglement 800 kg schwere Rennwagen von einem 2,65 Liter Doppelturbo. Das Triebwerk führt bereits 1981 den offenen Porsche 936 zum Sieg an der Sarthe. Aus dem reinen Sechszylinder stammen 620 PS, die er per Fünfganggetriebe an die Hinterräder schickt. Übrigens, auf der Basis dieses Getriebes entwickelt Porsche sein erstes Doppelkupplungsgetriebe, das unter anderem im 956 erprobt wird. Vorteil vor allem bei Turbomotoren: Ohne Zugkraftunterbrechung kann der Fahrer beim Schalten auf dem Gas bleiben und den Ladedruck aufrechterhalten. Der technische Aufwand lohnt sich. Am 20. Juni 1982 feiert Porsche mit dem 956 einen Dreifachsieg in Le Mans. Jackie X und Derek Bell gewinnen von Startplatz 1 vor Jochen Maas und Fern Chopin sowie Hurley Haywood, Al Horbert und Jürgen Barth. Dank der ausgeklügelten Aerodynamik ist der 956 ein Hochgeschwindigkeitsmonster. Auf der etwa 6 Kilometer langen Honaudière-Geraden erreicht der Rennwagen atemberaubende 350 km/h, bevor die Piloten das Auto massiv runterbremsen. Über 24 Stunden eine extreme Belastung für Fahrer und Fahrzeug.
Nach dem Sieg beim französischen Langstreckenklassiker 1982 gewinnt der 956 auch 83, 84 und 85, wodurch er zum ewigen Renngiganten wird. Das waren die sieben Motorsportgiganten der 80er Jahre. Sie zeigen die technischen Möglichkeiten auf und sind Zeitzeugen einer Ära, in der extreme Power und Geschwindigkeit im Vordergrund stehen. Welcher Bolide gefällt euch am besten? Wer hat so ein Auto bereits in Action erlebt? Schreibt es in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefällt.